Happy World Tennis Day. Feliz Día Mundial del Tenis. Happy World Tennis Day. Jasný den světového tenisu. Happy World Tennis Day. Yes, divertitevi al World Tennis Day. Happy 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 World Tennis Day. Jasný den světového tenisu. Divertitevi al World Tennis Day. Happy World Tennis Day. Happy World Tennis Day. Happy World Tennis Day. Happy World Tennis Day. Get involved in World Tennis Day. Happy World Tennis Day. Thank you, Mark. Pete Sampras. Ein Tag im Zeichen des weißen Sports. Hongkong, London, New York. Drei Stationen auf drei Kontinenten mit vielen der großen Stars und Legenden. Checken Sie ein zu einem einmaligen Tennistrip, auch mit Mats Wilanders Game 7 Mats. Der World Tennis Day, heute Abend ab 20.15 Uhr, live und exklusiv bei Eurosport. Hello and welcome back to London and Earl's Court on ja, nochmal herzlich willkommen in London im Earl's Court zum World Tennis Day, wo wir natürlich das Tennis feiern wollen. Ivan Lendl und Pat Cash werden gleich bei uns sein im Studio. Mats, heute passiert natürlich unglaublich viel, viele Events auf der ganzen Welt. Aber natürlich kann man schön den Tennissport fördern. Das ist ja ein Sport, der in allen Ländern ausgeführt wird. China, Lina, das ist großartig, wie sich das entwickelt hat. Aber überhaupt, Leute, geht auf die öffentlichen Plätze, das ist der Aufruf. Auch die Kinder und auch die Älteren, das macht so viel Spaß. Man kann es für den Rest des Lebens spielen. Vater und Söhne können zusammen spielen. Es ist einfach ein großartiger Sport. Die Leute sollen rausgehen und nicht sich nur darauf konzentrieren, ein Profi zu werden. Ja, heute passiert natürlich viel und hier schauen wir erstmal, was passiert heute Abend. Der Earl's Court ist also der Austragungsort des ersten London Showdowns mit dabei. Pete Sampras, Andre Agassi, Ivan Lendl und Pat Cash. Alle vier haben insgesamt 225 Einzeltitel geholt, insgesamt 31 Grand Slam Turniere gewonnen und Agassi, Lendl und Sampras zusammen 657 Wochen die Weltrangliste angeführt. Ivan Lendl und Pat Cash bestreiten heute Abend das erste Match, lassen ihr Wimbledon-Finale von 1987 wieder aufleben. Das hatte damals Cash gewonnen. I'm looking forward to playing in London. Oh, ich freue mich, gegen Pat in London zu spielen. Das wird super spaßig. Ich sehe das nicht als Revanche für 87. Ich hatte damals schon Revanche-Möglichkeiten in Australien. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, was während großer Matches passiert. Und Pat hat damals nicht nur eine tolle Partie gemacht, sondern auch ein fantastisches Turnier gespielt. Zwei Wochen war er stark und einfach schwer zu bezwingen. Und jetzt werden wir sicher viel Spaß haben. Andre Agassi und Pete Sampras spielten zu ihrer aktiven Zeit 34 Mal gegeneinander, 20-14 die Bilanz zugunsten von Sampras. Ah, wir haben einige Jahre sehr, sehr hart um Grand Slam-Titel gespielt und auch um die Weltranglistenposition Nummer 1 gekämpft. Die komplette aktive Zeit haben wir uns eigentlich ganz gut verstanden. Wir hatten Respekt voneinander. In den Medien gingen wir respektvoll miteinander um. Es gab kein böses Blut und nach dem Rücktritt gab es dann ein paar unglückliche Situationen zwischen uns. Also wegen Pete habe ich viel schlaflose Nächte verbracht. Also ich bin ihm allerdings sehr dankbar und glücklich, dass er Teil meiner Karriere war. Das muss ich schon auch sagen. Ich freue mich auf London. Ich will Spaß haben und freue mich sehr auf das Match gegen Andre. Und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt Ivan Lendl, die ehemalige Nummer 1 und achtmaligen Grand Slam-Sieger Ivan Lendl hier dabei haben. Ja, sind Sie denn bereit für heute Abend? Ja, in einer Stunde wird's losgehen. Haben Sie gesehen auf dem Trainingscourt? Also das sah doch richtig gut aus. Ja, treffe den Ball ganz gut, bewege mich nicht so gut, aber ich treffe die Kugel. Sag mal, der Schlag, der am härtesten ist, wenn du keine Matches gespielt hast, wenn du heute rausgehst. Das Timing ist einfach das Schwierigste.
Es sind doch immer andere Belege. Früher war es so, dass du ja eine gewisse Serie auf Hartplatz oder Sand gespielt hast. Das ist heute ganz anders. Einen Abend spielst du auf so einem Platz, einen Abend wieder auf dem anderen. Das ist schwierig. Heute geht es ja auch darum, dass man junge Leute mit dem Sport vertraut macht. Wie bist du denn damals zum Tennis gekommen? Ich war sehr jung. Ich erinnere mich nicht mehr an das Alter. Ich weiß, meine Eltern sind zum Club gegangen damals und haben mich angemeldet. Was denn ein leichter Sport für dich? Denn technisch ist es natürlich schon anspruchsvoll für viele Kinder. Also wenn man einen guten Trainer hat, sehr früh, dann glaube ich, wird das auch immer leichter und macht auch Spaß. Ja, beide meine Eltern haben andere Sportarten auch gemacht? Basketball habe ich gespielt. Aber ich habe gemerkt, dass die anderen Jungs nicht so gern gewinnen wollten wie ich. Sie sind quasi auf Platz 2, was die Titelgewinne angeht in der All-Time-List. Warum denkst du, warst du so erfolgreich? Ich habe nie drüber nachgedacht. Mir hat einfach Tennis immer Spaß gemacht. Ich habe das nie analysiert. Und wenn man Glück hat, gewinnt man auch ein paar Turniere. Sag mal, was ist mit dir passiert? Wir haben ja gesagt, du warst unglaublich fit. Wie ist das gekommen? Ja, einfach, da waren die anderen Spieler so wie du. Die haben mich öfters geschlagen. Das hat mir nicht gefallen. Und dann, ja, habe ich einfach auf. Und dann hast du auch die Matches gewonnen. War das auch ein Zuschub von Selbstvertrauen, weil du fitter warst? Ja, wenn man auf den Platz geht, dann darf man sich nicht Sorgen machen, wie lange das Match dauert. Man muss sehr fit sein. Denn also das friert einen richtig ein. Man muss auch mal was anderes probieren dann. Ich möchte dich natürlich ansprechen auf deine Rivalität mit Pat Cash. Ihr habt beide einige Male gegeneinander gespielt. Was sind denn deine Erinnerungen an diese Spiele von damals? Er hat immer Serve und Volley gespielt und hat unglaubliche Reichweite im Netz gehabt. Ich weiß nicht, ich hätte dem fast nie passieren können. Du hattest wenigstens einen Rückhandlob, den habe ich nicht gehabt. Ja, dieser Matchball da bei den US Open. War es ein Schenk? Nein, es war kein Schenk. Es war ein sehr glücklicher Ball und ich dachte, das Match ist vorbei. Und plötzlich bin ich hingekommen und hatte ja, ein bisschen komischen Griff dabei. Pat wartet natürlich darüber. Ja, ich habe einfach den Lob nochmal gespielt. Wir können dich jetzt gehen lassen. Ganz herzlichen Dank, Ivan. Und hab Spaß natürlich. Wir sprechen uns dann später nochmal. Great to have you here, Pat. Ja, schön, Pat Cash, dass du hier bist bei uns. Komm, geh in Umkleide und mach dich warm, Ivan. Wir haben dich natürlich auch gesehen beim Trainieren. Du warst ein bisschen früher da. Du spielst jetzt gleich das erste Match. Sollte Spaß haben, oder? Sollte doch Spaß haben. Das ist super hier, Earls Court. Ich habe noch nie Tennis gespielt. Ich war schon mal beim Rockkonzert, aber war ich schon mal während der Olympischen Spiele im Volleyball, aber noch nie Tennis hier gesehen. Super Platz. Medium, slow court. Nicht so richtig schnell zum Glück. Ich weiß nicht, ob das so toll ist gegen Lendl oder Wielander hier. Spielst du, wenn die Bälle sind aber schnell. Bälle aus Amerika, die Wilson-Bälle, sehr schnell. Also fast mein Lieblingsbelag hier. Medium slow. Also ich habe keine Entschuldigung, wenn ich heute verliere. Ivan sieht erinnert sich natürlich an deine tollen Volleys und Lobs auch. Was erinnerst du dich denn an ihn? Ivan war dann richtig einer von diesen Big Hittern, einer der ersten. Dieses Match, ja, das weiß ich noch, habe ich einen Ass serviert. Das war bei den US Open. Und das wurde ausgegeben. Oh, habe ich mich da geärgert. Ich habe 7-6 im fünften verloren, hatte einen Matchball. Ach Gott, das war eine Erinnerung. Mensch, die Bälle wieder wegrutschen auf diesem Platz. Also Ivan hat unglaublich gute Bilanz auf schnellen Plätzen, obwohl eigentlich einer war für die langsamen Belege. Also heutzutage ist es ja ganz anders als damals. Damals hat es ja sich so viel geändert bei den Belägen. Und ich weiß gar nicht, wie der Lendl immer diesen Rhythmus so schnell fand, egal auf welchem Belag der spielte. Er hatte sich so gut eingegroovt in sein Spiel, das konnte er auf jeden Belag anwenden. Und ja, tolle Vorhand, auch guten Aufschlag natürlich. Also Riesenaufschlag aber wirklich, Ivan.
mit seinen über 1,90. Boah! Bei mir war das so gegen Lendl, du konntest abgeschossen werden, aber mit deinem Stil hattest du mal das Gefühl gegen ihn? Ja, ich hatte das Gefühl, wenn ich ihn auf der Rückhand ein bisschen festnageln konnte, dann könnte er schon mal einen Winner schlagen, klar. Aber ich konnte ihn auch mal zum Fehler zwingen. Und bei Surf und Volley ist es wichtig, die Bälle richtig zu platzieren. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen kann, heute Abend. Mal schauen. Aber ich liebe immer noch das Serve and Volley-Spiel. Ich schlage auf und laufe bevor. Das ist automatisch bei mir. Also wird eine tolle Herausforderung heute gegen Ivan Lendl. Aber er spielt so schnell, der Lendl. Boah, das wird schwierig heute für mich. Ja, du hast aber damals 1987 in London den Wimbledon-Titel geholt. Was sind denn deine Erinnerungen an damals? Also, damals waren die Plätze zu schnell, um einfach nur hinten bleiben zu können. Es war auch eine andere Art von Rasen damals. Und es trocknete sehr schnell, der Platz wurde sehr schnell. Und im Turnier war es wirklich perfekt für mich. Es war ein ganz heißer Sommertag damals. Und ich musste einfach ans Netz kommen. Das war quasi meine Pflicht. Und Lendl hatte tolle Grundschläge, klar. Aber ich wusste, auf Rasen habe ich eine Chance. Wenn ich viel Surf und Volley spiele, habe das natürlich durchgezogen. Das hat mich im Viertelfinale in Form gebracht. Danke dafür nochmal. Und dann habe ich versucht, sehr viele Returns auf seine Füße zu spielen. Und das war genug, denn der erste Satz war echt eng. Das weiß ich noch, ein Tiebreak. Und dann habe ich 6-2 da geführt. Dann 6-3, dann 6-4 in diesem Tiebreak, 6-5. Und dann dachte ich, oh Gott. Und ich war so nervös. Und du willst natürlich den ersten Satz gewinnen in so einem Match. Und dann habe ich den nächsten Punkt machen können, ein bisschen entspannt gewesen. Habe keinen Punkt bei eigenem Aufschlag im zweiten Satz verloren. Also habe alle Aufschlagspiele zu Null gewonnen. 2-0 Satzführung war richtig cool. Es ist wirklich unglaublich, mit alten Champions hier zu gewinnen. Die wissen wirklich noch jeden Punkt, können sich an alles erinnern. Was wir nicht vergessen wollen, du bist der Erste, der da hochgeklettert ist in die Box. Jetzt macht das jeder beim Wimbledon-Turnier. Du hast ja auch deine Klamotten immer weggeworfen. Da warst du auch der Erste, ja? Dein Schweißband und dein Stirnband. Ja, das war Wimbledon. Ich weiß schon, ich war so froh, als ich mal die ersten Matches da gewonnen habe, außerhalb der Junioren. Und dann haben die Leute gesagt, komm, gib mir ein paar Souvenirs, gib mir irgendwas. Und habe ich das so in die Menge geworfen. Also, und plötzlich haben die Leute immer mehr Sachen von mir gefordert. Aber ich hatte nicht mehr so viel Stirnbänder übrig dann irgendwann mal. Ich hatte diese besonderen, diese karierten Schwarz-Weiß, Sie wissen noch. Also du musst dich natürlich jetzt auch gleich fertig machen, oder? Ja, muss ich richtig gut aufwärmen.